Christian, Gefühlswelt beschreiben ist heute wahrscheinlich schwierig. Es war so ein bisschen, glaube ich, feuchte Augen, als du rausgekommen bist, die Fans gesehen haben. Jetzt strahlend, versuch mal die letzten ein, zwei Stunden in Worte zu fassen. Wir klammern das Sportliche ausnahmsweise mal aus. Wobei, die drei Punkte nehme ich trotzdem gerne mit und freue mich auch über den Sieg. Ja, ist natürlich, bin schon froh drüber, ne? Auch wenn wir es vielleicht nicht offiziell dürfen, dass die Fans hier waren, bedeutet mir wirklich viel. Und ja, so ein ganz leiser Abschied wäre blöd gewesen. Von daher ist die Gefühlswelt natürlich schon emotional und auch mit ein bisschen Pipi in den Augen. Und von daher freue ich mich riesig, wie gesagt, dass der harte Kern ja auch hier dabei war wieder heute. Und das zeigt einfach halt auch, dass wir ein gutes Miteinander hatten und immer noch haben. Und ja, das sind auch die Jungs, mit denen wir früher durch die Regionalliga getingelt waren, mit 50 oder 100 auswärts. Und von daher freue ich mich riesig, dass sie alle da waren. In der Zeitung hast du gesagt, dass das noch nicht so nach Abschied sich anfühlt. Ich glaube, am Freitag kam der Artikel raus. War es heute vorm Spiel schon anders, die letzte Ansprache, das letzte Mal hier ins Stadion fahren? Wobei die Ansprache heute vorm Spiel war eher damit, dass ich mich bei den Jungs bedankt habe. Wir sind ehrlich gesagt gar nichts auf sportliche Sachen irgendwie eingegangen. Ich bin heute zum Spiel hingefahren, habe Mario angerufen und habe gesagt, Mario, das ist unser letztes Spiel heute. Und ja, da haben Mario und ich uns auch in der Trainerkabine noch mal kurz in den Arm gelegen und haben die eine oder andere Träne vergossen. Und ja, ist dann schon sehr emotional, wie gesagt. Und jetzt werden wir heute Abend noch mal das eine oder andere Kaltgetränk zu uns nehmen und ein bisschen über Fußball philosophieren, über den SV Meppen. Und hoffe ich, dass man das mal sacken lassen kann. Weil klar, ich glaube, heute, wenn das Spiel normal gelaufen wäre, hättest du ein ausverkauftes Stadion gehabt, dann wäre das natürlich klasse gewesen, wenn wir hier mit allen Meppener Fans hier im Stadion hätten heute feiern können. Abschließend, 7 Jahre kann man nicht in ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Trotzdem, was wird vielleicht in 5 oder 10 Jahren hängen bleiben, wenn du zurückdenkst? Sowohl als Sportliche, aber auch vielleicht die Menschen neben dem Feld. Ja, gerade die Menschen hier im Emsland einmal, die mir sehr am Herzen liegen und vor allen Dingen halt auch dieses Miteinander, wie wir es hingekriegt haben. Dieser Zusammenhalt vom Verein, Fans, Sponsoren, alles was dazugehört, ist glaube ich einmalig im Fußball. Das habe ich so noch nicht erlebt und das ist schon hängen geblieben. Klar, bleiben dann auch, redet man natürlich immer auch gerne über diese Erfolge. Die Erfolge, die man hatte mit dem Aufstieg, DFB-Pokal, dass wir wieder in den Profifußball gekommen sind. Und dann gab es sicherlich auch die eine oder andere negative Geschichte, die auch zum Fußball dazugehört. Da wächst man ja auch dran. Ich glaube, wo wir hier dann mal nach der Winterpause das Derby hoch verloren haben. Das sind Sachen, die vergisst man natürlich dann nicht, weil sie auch sehr wehtun. Aber wie gesagt, das Positive überwiegt schon. Und deswegen denke ich, so kann man sich verabschieden. Und wer weiß, wie lange so ein Abschied dann auch ist. Ich freue mich, dass ich jederzeit auch wiederkommen darf. Und das werde ich mit Sicherheit auch nochmal tun, um mich dann von den gesamten Fans im Stadion nochmal zu verabschieden.